Im Jahr 2018 ist bei Wachsmann UTB meine Einführung in die Englischdidaktik Teaching and Learning English in the Digital Age erschienen. Mein Hauptanliegen besteht darin, digitalisiertes Lehren und Lernen im Fremdsprachenunterricht voranzubringen. Das ist einer der Gründe dafür, warum ich dieses Buch in englischer Sprache vorgelegt habe. Digitale Technologien wurden zuerst im Unterricht im englischsprachigen Raum eingesetzt und viele Fachausdrücke sind dem Englischen entlehnt. Die Verwendung der englischen Sprache erleichtert es zudem, die Entwicklung im deutschsprachigen Raum der in englischsprachigen Ländern gegenüberzustellen. Das können Sie beispielsweise in Kapitel 4 sehen. In 4.2 zeichne ich die Entwicklung des kommunikativen Fremdsprachenunterrichts in Deutschland nach, um anschließend in 4.3 zu zeigen, welche Einflüsse von den englischsprachigen Ländern, insbesondere den USA, ausgegangen sind. Im Mittelpunkt steht dabei die interkulturelle Diskurskompetenz als Zielvorstellung des Lehrens und Lernens von Fremdsprachen. In jedem Kapitel gibt es Hinweise für die Umsetzung im Unterricht. Am Ende finden sich eine Zusammenfassung, Anregungen für die Weiterarbeit sowie Lektüreempfehlungen. In Kapitel 11 meiner Fachdidaktik Englisch geht es um bewährte Methoden im Verhältnis zu Digital Tools. In Abschnitt 11.2 stelle ich verschiedene unterrichtspraktische Beispiele vor. Meist geht es um Gegenüberstellungen wie Lehrwerke und zugehörige Lernsoftware, Text und Hypertext, Lernplattformen und Open Educational Resources, Informations- und Kommunikationstechnologien und nicht zuletzt um soziale Medien mit den entsprechenden Implikationen. Im letzten Abschnitt 11.3 unterstreiche ich die Wechselwirkung zwischen analogem und digitalisiertem Wissen und Können. Besondere Bedeutung hat in diesem Zusammenhang die Ausbildung einer kritischen Haltung gegenüber den sogenannten neuen Medien. Am besten, Sie schauen einmal ins Buch. Sie werden vermutlich etwas finden, was Sie weiterbringt.